Ja, schönen guten Abend. Also, wir werden heute wieder ein bisschen pushen am Roller. Also eine neue Batterie einbauen, damit wir unsere schönen LEDs vorne befeuern können. Machen wir ein Bild darauf. Ja, ja, ja. Also wir werden jetzt erstmal hier unten das Plastik hier wegmachen, damit wir danach hier die Batterie rausnehmen können. Ich weiß nicht, ob du da gut dran kommst mit dem Ding. Reiß einfach raus. Eigentlich ist ja schon zu professionell mit den Akkuschrauber hier. Nein, nur die. Dann haben wir das gemacht. Sehen wir schon unsere. Wo wirst du nicht verkaufen? So, mach mal. Nein, nur hier. Ja. Ja, die müssen wir auch abmachen, die Kontakte müssen wir auch abmachen. Ja, aber das können wir ja gleich machen. Ich hoffe, die Schrauben sind wieder verloren, da haben wir ja zu wenig. Okay, hier die beiden und hier der eine. Warte, was ist das denn? Was ist das? Ja, das ist so viel Minus. Keine Fachwörter hier. Ich bin echt gespannt. Habt ihr schon geladen? Ja. Also, das brauchen wir nicht. Ich hoffe, das passt so von den Windgeräuschen. Aber das ist leider zu professionell mit der Kamera. Wir müssen das schon mit Handy machen. Der kommt nicht auf den Zehen drauf. Und das andere haben wir das auch. Irgendwie das Gefühl, das wird nichts. Das funktioniert. Komm, wir müssen das jetzt nicht. Ja. Ich nehme es jetzt auch mal gemacht. Schon von Offroad fahren noch. Ich habe ich übrigens gesehen an dem Tag. Echt? Das funktioniert doch auch nicht, oder? Geht das da überhaupt rein? Das Licht, also. Ah. Diese graue Box brauchen wir. Diese graue kleine, weißt du? Das müssen wir in Position bringen, damit das Loch genau. Ja, genau. Ich mal kurz die Außentemperatur beschreiben und die Witterungsverhältnisse. So minus 2 Grad oder so. Sehr schön, sehr schöne Atmosphäre hier. Perfektes Schrauberwetter hier. Ja, lass es erstmal so rumfahren und dann. Warte, wir machen das so und dann passt das irgendwie, glaube ich. So. Irgendwie so. Da muss man diese Feinarbeit begutachten. Nein, komm, scheiß an. Nee, warte, ich mach das. Er geht voll gut, oder? Versuch mal E-Starter. Ich glaube, es funktioniert noch nicht. Probier mal. Wir gehen an, treffen wir mal. Hier muss man nochmal. Man muss nochmal den feinsten Fusch hervorheben. Ja, ne? Fahren wir so ein bisschen, damit es wieder gut wird. Das ist schon. Der verschluckt sich voll. Ja? Fahr mal mit dem. Ich mach die alle. Ich mach die alle. Also fast gegen Pfosten fahren. Einfach auf dem Gehweg fahren. Das ist unser Fusch. Zusammen mitlaufen. Zwischen allen Passagen. Der geht voll gut. Der
Schraube da mal geben. Ja, ja. Lass sie mal ganz, ganz, mal ganz. Was? Lass sie mal so mal ganz vorne. Das ist so laut geworden, ne? Stimmt, da fehlt noch eine Prise hiervon. Ich muss mal die Batterie noch anzünden. Oder ist die größer? Ich glaube, die ist größer. Nein. Warte mal. Die sind nicht größer. Doch. Egal, scheiß drauf. Ja, aber warte, dann lass du einen Kabelbinder oder so darum machen. Ja. Wir haben neue extra Kabelbinder mitgenommen. Ja. Ist ja jetzt egal, wie funktioniert. Ja, stimmt. Anders wäre es ja auch ein bisschen zu professionell. Ne? Ich muss ja irgendwas auch wieder kaputt kriegen. Ja, aber guck, irgendwie wäre es ja zu professionell gewesen, wenn da jetzt nichts gewesen wäre. Da darf auch nicht zu viel Arbeit hinterstecken. Ne? Und wenn wir es einfach... Was, einfach so geht gleich wieder ab. Das hier eigentlich auch mal nicht. Ja. Ah ja. Ich war einfach Heißkleber, so wie bei mir. Hat sehr lang gehalten. So, 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 so. So, den schneiden wir auch nicht ab, den lassen wir jetzt dran. Das ist die Batterie. Das ist professionelle Fischerarbeit. Ich glaube, das wird jetzt sehr lange halten. Hey, ich dachte so. Ich mache noch eine Schraube durch, ne? Was? Na hier. Wir haben schon wieder eine Schraube gewonnen, ne? Ja, von den Batterien. Ja. Die können wir eigentlich wieder irgendwo reinstellen, wo es gar keinen Sinn macht. Aber die hier, der macht gar keinen Sinn, die Schraube. Das ist aber nicht schön. So, die machen wir jetzt einfach hier so rein, dann geht's nicht verloren. Ach, ist schon. Geht voll gut eigentlich. Hallo. Nee. Dann können wir jetzt weiter mit den Kennzeichen einfach, oder? Wir fahren damit auf die Straße, wir kommen jetzt nicht mehr. Jetzt wird weiter gepusht. Aber wir haben halt kein Licht, ne? Ja, doch. Handylicht. Warte, du musst die dann abmachen, oder? Jetzt rollst du. Ja. Ja, kannst du Akkuschrauber nehmen. Eins, da push. Hauptsache einfach neue Löcher reinbohren. Ja, einen anderen Weg hat es bei dir nicht gegeben. Doch, ich habe einfach mit Klebeband festgemacht. Komm da. Ah, das ist nur mit so. Das muss man noch hoch machen. Ja. Ne? Oh. Scheiße. Die Schraube. Da geht erstmal die Schraube wieder. Warte mal kurz. Jetzt brauchen wir Licht. Eine Schraube. Du musst machen, dass er gerade ist, ne? Ja. Das sieht echt die Scheiße aus. Hier noch? Lass mal hier hin. Hier hin noch. Da haben wir noch. Und da haben wir noch. Guck, passt doch. Wenn das nicht passt. So, jetzt zeigen wir. Digga, das ist aber nicht gerade dran, ne? Hä? Klar. Wo ist das denn nicht gerade? Das ist weiter. Egal, scheiß drauf. Hey, das ist mir doch egal. Das ging nicht anders. Da sieht man das Audi Sport aber auch besser. Ja. Ja, stimmt. Guck, was seht ihr mehr? Perfekt. Aber das kennst du ja noch. Euro.
das ist noch nicht ganz fest. Wie geht das denn richtig? Warte mal, lass mich mal machen. So, aus. Komm, jetzt ist richtig. Du musst richtig hier rein. So, jetzt. Und jetzt hier. Stopp. Ja, jetzt, ne? Hier noch einen. Der Seite machen. So. Hier ist es noch nicht ganz drin. Jetzt. Ja. Push. Ja, komm, scheiße. Was? Ja. Gerade ist ja nicht dran, aber. Nö, ist doch gerade. Nee, wir machen IGTV-Video. Jetzt werden hier diese professionellen roten Druckleuchten ausgetauscht gegen Premium-China-Scheinwerfer für 120 Euro. Aber sie sind LED, deswegen geht das. Nur, dafür erstmal die abgefahrenen Reifen hier raus. Ja. Ja, komm auch weg. What the fuck, boah, es gibt Gänse, diesen Sekt. Hä? Es gibt Gänse, diesen Sekt. Ja. Von wo? Alles. Was? Es gibt alles. Tiger. Fuck. Na, warte mal, jetzt muss man hier diese Kappbahn machen. Das weiß ich nicht. Ja. Hm? So. Eins. Machen wir erstmal eine Seite. Machen wir erstmal. Ja, mach erst die Seite. Ups. So. Jetzt brauchen wir da doch einen Schlitzschraubendreher. Glaube ich. Oh. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich weiß, dass ich letztes Mal schon diesen Stack hier abgebrochen habe. So, jetzt müsste es eigentlich schon raus. Ah, Gewalt ist eine Lüge. Ah. Hey, den habe ich doch extra letztes Mal abgebrochen. Was ist das für eine Scheiße? Extra sogar. Oh. So. Noch eins. Machen wir den Premium-China-Scheinwerfer rein. Ist das überhaupt der richtige hier? Ja, ne? Ich denke, ja. Ja. Egal, mach einmal dran. Das meine ich ja, das müssen wir irgendwie festmachen. Scheiß drauf. Das fliegt ja alles rum. Ah, so ein Fusch. Wie viel Raum kommt das jetzt dran hier? Also. Ich leg das einfach hier erstmal alles rein. Einfach irgendwie. So, so, passt. Erstmal gucken, wie es aussieht. Soll ich okay. Gucken wir das erstmal an. Naja, scheißegal. Hauptsache es leuchtet. Oh. Bisschen. Das ist aber echt schwach, ne? Sehr schwach. Aber glaubst du, es geht trotzdem, ne? Vielleicht, wenn es richtig drin ist. Warte, ja. Wir müssen erst mal gucken, ob das überhaupt eine E-Nummer hat, eigentlich. Warte, leuchten mal hier so ein bisschen ran. Ist das überhaupt. Ah, hier! Ah! Geil. Ja, aber das ist trotzdem zu schwach. Nee, ist aber zugelassen. Ist aber zugelassen. Was ist das für eine Scheiße hier? Abmachen? Nee, ne? Reiß einfach. Geht doch. Nein, geht nicht ab. Ja, wie ist das jetzt hier festgekommen? Ah! Ah. Hä? Voll geil. Welche Schrauben muss man da jetzt lösen? Oder vielleicht kannst du auch einfach rausdrücken. Warte. Sehr störend. Nee. Aber ich habe immer hier meinen 10er Schlüssel dabei. Ich sehe nichts. Hallo.
gespannt. Ah, kommst du? Hä? Immer diese Blender. Wir müssen mal googeln. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, sag mal was dazu, was jetzt hier passiert ist. Okay, wir haben hier sehr schön rumgefuscht. Was sagst du dazu? Ja, also ich mache hier mal ganz kurz Warndenker an und da könnt ihr euch ja selber eine Meinung machen. Hä, hey, es ist voll dolle. Hä? Jetzt auf einmal. Hä? Also irgendwie geht er fast gar nicht. Jetzt geht er auch schon wieder nicht. Hä? Jetzt ist er noch doller. Alter, der hat Wackelkontakt. Ja, wir hatten es vorhin, dass es gar nicht funktioniert hat. Ja, es funktioniert auch schon wieder nicht. Doch, jetzt so ganz schwach. Aber die oben werden auch stärker, ne? Ja, jetzt weiß man, wie man es macht. Einfach drauf. Das ist unser. Also dafür habe ich auf jeden Fall nur eine Lösung. Das ist ey, den Blinker einfach. Ich glaube, das können wir vergessen. Nimmst du die jetzt doch nicht? Ach, nimm doch einfach. Ich ja noch sogar dran. Nimm dir einfach mit Wackelkontakt und hau einfach mal gegen, wenn es hier nicht funktioniert. Ja, also wir werden auf jeden Fall die Tage noch anderen Fusch vollziehen. Ja, ich weiß nicht, also wir haben jetzt doch wieder die alten Rückleuchten eingebaut. Und zwar haben die LED-Dinger doch nicht so gut gepasst. Also da waren irgendwie ein paar Widerstände kaputt und so ein Scheiß. Und lass es einfach sein. Das ist einfach nur schön.